476 Kilometer lang war sie, die dritte Etappe der Audi Efficiency Challenge. In Mo i Rana ging es um 9 Uhr los, das Ganze beim obligatorischen Regen. Und wenn man die Bilder der Zielankunft in Trondheim sieht, dann könnte man glauben, dass es heute wieder den ganzen Tag geregnet hat. Aber Norwegen hatte ein Einsehen mit den 20 Sparfüchsen und die Sonne zeigte sich gegen Mittag für einige Stunden. Und so sahen die Landschaften und Farben noch toller aus. Nach 3 Tagen hinter dem Steuer verschiedenster Audi-Modelle waren sich alle einig, die Audi Efficiency Challenge hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Die ersten Tage auf den Lofoten, die sind natürlich im Regen ein bisschen untergegangen. Von der Landschaft konnten wir nicht so viel wahrnehmen. Heute ist es auch fantastisch. Aber ich bin begeistert. Diese wirklich ist Natur pur, wie man es dann nicht im Bilderbuch kennt. Und solche Strecken zu durchfahren, ist schon ein tolles Erlebnis. Also von daher hat man Momente zur Entspannung, wo man die Landschaft anschauen kann und so und Fotos knipsen kann. Passt. Es hat nicht nur Spaß gemacht, es hat Wissen vermittelt, es hat die neuesten Audi-Modelle zum Kennenlernen bereitgehalten, die wir hier einfach einmal sehen und erleben konnten. Wann hat man die Gelegenheit, schon mal so viele Modelle auf einmal zu sehen und anzufassen, zu fahren und auch noch mit den Experten darüber zu reden, die einem über die Motoren erzählen, die einem von den neuesten Entwicklungen berichten und die einem aber auch das Potenzial von den Autos einfach mal zeigen. Wir haben schwer live berichtet. Ich glaube, wir liegen nach Twitter-Punkten ziemlich weit vorne. Das ist auch echt eine gute Idee, weil ich habe erst so gedacht, oh, was machst du, wenn du so lange auf dem Beifahrersitz sitzen musst? Aber wir hatten gestern Q7, da war klasse, konnte man drin rumklettern und mal aus der Seite Fotos machen und aus Kofferraumfenster Fotos machen und die haben wir immer gleich ordentlich verschickt. Mit einer Träne im Auge werden die ersten 40 Teilnehmer morgen den Heimweg antreten. Die 3 Tage quer durch Norwegen vergingen wie im Flug. Doch bevor die nächsten 40 Journalisten und Kunden die Autos so sparsam wie möglich von Trondheim nach Berlin fahren werden, brauchen diese erst einmal eine ordentliche Wäsche. Der Schmutz am Q7 zeigt, was er auf den ersten 1161 Kilometern der Audi Efficiency Challenge alles erlebt hat. Die neuen Abenteuer warten schon und beginnen morgen mit der 4. Etappe.